Jugendkapelle des Musikvereins Schwieberdingen unternimmt heute einen Ausflug zu Niagarafällen in Kanada. Nach einem kleinen musikalischen Auftritt folgt nun das heutige Highlight. Die Jugendlichen dürfen mit speziellen Ausflugsbooten, genannt Made of the Mist, die Niagarafälle hautnah erleben. Wir schalten live zu Peter Klöppel. So, meine Damen und Herren, ich stehe hier live vor den Niagarafällen. Es ist einfach toll, aber leider auch sehr nass. Deshalb gehe ich wieder jetzt live ins Studio. Herzlich willkommen bei First Class Edition von Galoisi. Diese Marke ist weltbekannt. Sie vertreibt Zigaretten über ganz die Welt. Heute rede ich über die neue Marke Friends Forever. Friends Forever wurde vor einem Jahr von einem sehr bekannten Marketingleiter gegründet. Er steht da vorne, leider können wir da nicht hinzoomen, denn ich bin viel wichtiger hier. Die Kapelle des Musikvereins Schwieberdingen befindet sich heute in Canada's Wonderland, einem Freizeitpark in der Nähe von Toronto. Nach zwei langen Wochen möchten sich die Jugendlichen endlich mal wieder austoben und haben viel Spaß an den zahlreichen Attraktionen. Wir schalten live zu unserem Außenreporter Peter Klöppel. So, meine Lieben, ich bin hier in Frankfurt am Flughafen. Ich habe hier schöne Bücher gefunden, beschreiben auch so mein Privatleben. Schlechter Sex im Quadrat. Ich bin hier eigentlich auf dem Weg zu einem Restaurant und da gehen wir gleich auch hin. Komm mit! Also, ich bin hier in einem sehr leckeren Restaurant hier. Mal schauen, der erste Eindruck ist gut. Viele Gäste und wenn der Laden voll ist, dann ist das schon mal ein gutes Zeichen. Und jetzt schaue ich mir erstmal hinter die Kulissen. Also, ich setze mich erstmal da hinten hin und warte auf die Bedienung. Und dann bestelle ich erstmal, Also, dann nehme ich hier jetzt das Maxi-Menü mit einem Big Tasty und Cola, Und dazu noch einen schönen Riesling. Also, die Bedienung lässt sich Zeit. Ich habe vor 20 Minuten meine Bestellung abgegeben. Ich weiß nicht, wo es bleibt. Ich glaube, ich habe jetzt erstmal einen Blick in die Küche. Kommt mit! Entschuldigung, wo bleibt mein Essen? Kommt gleich! Oh,
Du, wir sind auf Sendung. Oh. Ja, also, das Essen war spitze. Die Leute sind da, das Restaurant ist voll. Das Essen ist preiswert und gut. Ich weiß eigentlich gar nicht, was ich hier soll. Und deshalb gehe ich jetzt einfach wieder. Tschüss, das war's. Bis zum nächsten Mal. Und nächstes Mal bei Rach, der Restauranttester. Christian Rach zu Gast bei Burger King.